Folge 236 von Simotrans. Wir hatten hier eine Aufgabe, dass wir alte Züge loswerden wollen, die hier auf dieser Linie irgendwo fahren. Hier ist einer. Den packen wir doch mal an. Okay, da sind schon mal mehr wie einer. Auch da sind auch schon elektrische drauf. Okay, das bedeutet, ich würde erstmal schauen. Das war dieser, der hat landwirtschaftliche Güter. Und dieser hier hat Stückgut und landwirtschaftliche Güter. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, da der auch schon leer rumfährt, kann der definitiv ausgemustert werden. Und dieser dann wahrscheinlich auch. Ausmustern, die sind wir los. Und dieser hier, der fährt ja jetzt mit leeren Sachen hier rum. Was haben wir denn hier noch für welche drauf? Die fahren ja die gleiche Strecke. Aber die haben keine landwirtschaftlichen Güter, die haben Paletten. Beide? Beide. Das heißt, wie machen wir das? Ich glaube, wir machen es so, dass wir diesen hier umrüsten und den auch und den schmeißen wir runter. So, der ist im Depot angekommen. Das bedeutet, wir können da jetzt gleich hier loslegen und klauen dem mal zwei Anhänger. Also jetzt müssen wir gucken, von wo nach wo fährt denn der? Nehmen wir gerade den Fahrplan von denen. Döbelmühle, Radolfzell, Döbelmühle, Betriebshof. Also, hä? Ach so, der wartet auf 50% Beladung. Döbelmühle, Betriebshof. Das ist in der Mitte, ne? Wenn wir das jetzt mixen, 50%, dann müssen wir 50% hier haben. Waggons. Ist das hier landwirtschaftliche Güter? Ja. Ich glaube, das ist auch noch aktuell. Das heißt, Haltlänge 5. Wie viel kann er denn jetzt hier? Kann er nur einen länger? Ja, kann er. 5 ist 5. Was passiert, wenn wir den jetzt starten? Weil das sind jetzt 150 und wie wir gehen hier rein? Das war schlecht. Jetzt packen wir erst den, wo ist er denn jetzt? Hier den Güterwaggon rein. Ah, warte mal, muss ich nachgucken. Da hängen 2, 4, 5 Stück dran. 5 mal 3 ist 150 und hier waren 50, also 3 davon. Dann passt es doch. Dann ist es auch mit 50% wahrscheinlich möglich. Starten. Dann ist der schon mal durch. Und dieser hier ist ja noch der, der komplett mit Paletten fährt. Den machen wir nicht laden. Der andere fährt ja jetzt schon. Das heißt, dieser, den machen wir zu, der blockiert uns gerade alles. Dieser ist leer und kann auch gleich schon runter von den Gleisen. Den muss dann mal aus, weil wir fahren ja mit denen weiter und zwei davon. Ist der andere jetzt schon angekommen? Ist es so? Ne. Da ist es noch alt. Der steht jetzt da und wartet. Ah, okay. Jetzt fährt er weiter. Der ist es nicht, sondern der ist es dann, oder was? Nicht laden ist der, genau. Der schmeißt jetzt die Paletten nicht da weg, sondern erst im nächsten Bahnhof. Okay. Lassen wir mal schneller gerade laufen, bis er leer ist. So, und jetzt darf er zum Depot. So, und dann rüsten wir den da auch um. Ja. Zack. Ist angekommen. Zwei davon runter, das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, das passt. Und 1, 2, 3 davon passt. Haltlänge 5 und starten. So, dann haben wir die ausgetauscht und sollte passen, ne? So, die beiden sind es, die wir jetzt hier haben. Die ersetzen jetzt die anderen drei mit den landwirtschaftlichen Gütern. Ja, die werden jetzt, ach, der fährt hier 93.000 Miese ein. Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Dieser hier geht ja sozusagen, ne? Aber warte mal,
Doch, der fährt jetzt weniger Paletten, das heißt, die Miesen werden noch mehr, aber das ist halt so. Kann man nicht ändern, muss so sein. Vielleicht hätten wir, ja, doch so gelassen. Einen davon wenigstens und den anderen Mischbetrieb gemacht, also die landwirtschaftlichen Güter dabei, aber jetzt ist es so. Ja, kann man nicht ändern. So, jetzt fährt da aber schon gerade der andere Zug lang, den ich letztens auch im Visier hatte. Den müssen wir auch tauschen. So, aber ich sehe schon, wenn wir den tauschen, machen wir bestimmt irgendwas mit Elektrotraktion. Dafür bedeutet das hier, müssen wir hier erstmal, ne, Strom legen. Dahin. Ja, gucken wir erstmal, was wir da für Loks haben, ne? Okay. Eine S-Bahn. 3,36, was? Ach, dieser hier, der ist doch schick. Und der ist auch günstig, 2,60. Ich glaube, wir nehmen den. Wie schnell fährt der? 160, gut. Dann bauen wir damit Strom 160 aus. Das war, glaube ich, hier, ne? Ja. So, das passt schon mal. Und hier. Nach da. Und von hier nach da. Von hier nach da. Passt auch. Sind wir schon mal bis dahin. Von hier nach da. Von hier nach da. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? So. Und von hier nach da. Dann hat das ganze Strom. Dann passt das schon mal. So, jetzt müssen wir nur den tauschen. So, wo ist das gewesen, das Depot hier? Oh, stopp, da ist noch ein kleines bisschen Leitung fehlend. Das heißt, das würde schon das Problem verursachen, dass er nicht weiterkommt. So, jetzt aber. Ich hoffe, hier hinten gucken wir lieber nochmal nach. Ja, geht bis zum Ende. Gut. Lupe. Schließen. Und neuen Zug aufsetzen. Elektrotraktion, ihn hier. So, der fährt 541. Oh, wir haben schon Haltlänge 2 bei 123. Das ist wohl der Schlusswagen, ne? Ja, dann geht der da dran. So, Haltlänge 4, ich glaube 5 war maximal. Jetzt haben wir 318. Das heißt, ich kann jetzt schon abschließen. 376. So müssen wir ihn fahren lassen. Mal 2. Natürlich reichlich, ne? Döbeln, Radolf Zell, passt. Kopieren. Und starten. Der fährt. Und den machen wir auf nicht laden. Der fährt ja voll, da kann ja sein, dass zwei da sich auch rechnen. Müssen wir gucken. So, das läuft. Was haben wir denn hier für einen Schinkenzug? Ah, der fuhr 200, da brauchen wir nicht. 120 wäre zu langsam. Ich glaube, wir haben, was ist das, eine Straßenbahn? 110, okay. Gut. So, der eine ist jetzt relativ lang. Ach, warte mal, wir können starten, packen den an und schicken den in die andere Richtung. Das können wir doch machen, ne? Der kann doch hier erst zum Waldweg in Döbeln da am Hafen fahren. So, passt. Wo dreht er hier? Ah, ne, der muss jetzt nach da ganz hinten rum. Na, ist aber trotzdem wahrscheinlich schneller wie der andere, oder? So, der steht irgendwo. Wo steht denn der? Dass das nicht klappt. Der ist da gerade reingefahren, ne? Fährt jetzt weiter, dann kann der auch weiter. Ist das der Erste? Ah, ne, das ist der Erste. Ach ne, das ist nicht der Erste, das ist der Zweite. Der andere ist schon hier durch, der muss jetzt hier oben schon irgendwo sein. Kommt wahrscheinlich schon wieder. Naja, dann ist der Abstand nicht ganz so groß, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ist jetzt so. Passt erstmal, oder? Jetzt
Jetzt will ich aber noch ein bisschen sehen. Also der hier, nee, der nicht, sondern der da jetzt kommt, ne? Der ist schon mal voll, das ist schon mal gut. Den können wir gleich ausmustern. Fährt er nur durch, hält da nicht an. Ist die Frage, ob wir das hier noch brauchen, ne? Vielleicht können wir das alle abreißen. So, wo ist er? Vom letzten Stück. Sollte werden, oder? So, jetzt fährt er rein und kriegt 376, denke ich mal, ne? Da war ja jetzt lange Zeit keiner, oder? Ach nee, doch nicht, 318 nur. Okay. So, der kann ausgemustert werden. Brauchen wir nicht mehr. So, jetzt kommt der gleich da an. Und kriegt dann nicht mehr ganz viele mit, weil der schon nur noch 318 hat, ne? Kann das sein, dass wir da Überkapazitäten dann haben? Dann müssen wir die nochmal reinholen und kleiner machen. Wenn der jetzt noch weniger hat, dann bringt das ja nichts. So, jetzt fährt er rein. Und 319 hat sogar einen mehr wie der. Wow. Wäre jetzt 60 Leute sind das, ne? Weniger wie 60 Leute, die fehlen. Wäre noch okay, würde ich sagen, oder? Wo ist er jetzt? Ah, der muss jetzt gleich hier auf dem Bild erscheinen, ne? Die sind ja auch knapp neben hintereinander hergefahren, ne? Also, da ist ja nicht so viel. Und dann doch schon 316, 319. Okay. Aber gleich Lilienthalstraße sehen wir mehr. Da muss er ja voll sein, weil da war jetzt einer schon länger nicht. Aber der zweite wird dann schon risky, oder? Was ich hier gerade sehe, hier fehlt eine Stromleitung. Ich glaube, die bauen wir da mal besser auch hin. Dann gibt es mehr Ausweichmöglichkeiten. So. Kann nicht schaden, ne? Dass das dritte Gleis auch elektrifiziert ist. So, er hat 376. Der zweite ist jetzt hier gerade vor Ort. Ja, der fährt ja hier durch, ne? Und da ist ein Bus, der hier extra hintuckert. Eigentlich könnte der das mitnehmen. Und wenn der da noch Platz hat, kann er ja eigentlich hier auch ein- und aussteigen lassen. Nur andere Richtung geht nicht, ne? Aber da fahren die Busse ja sowieso nicht so hin, wenn. Dann fahren die aber nach da hinten mit dem Bus und dann da, vielleicht wird das dann auch weniger. So, jetzt kommt er hier zur Lilienthalstraße und müsste jetzt gleich. Schauen wir mal, 376, wird der voll oder nicht, ist die Frage. Nicht. 290. Das würde bedeuten, wenn die hier zwischenhalten, kann ich den Bus wegfallen lassen, der hier hält, und kann die hier anhalten lassen. Und dann können die das auch noch mitnehmen. Dann müssen wir die Linie da ändern. Gut, Linie ändern. Ach, der Wegpunkt ist hier, damit der das dritte Gleis nimmt. Okay. Das bedeutet einfügen. Warte, Döbel im Waldweg kommt da von da hinten. Soll da durchfahren. Und dann da durchfahren. Gut. Dann ist die Linie geändert. Haben sie. Der ist gerade durch, hat jetzt nicht da angehalten. Und. Ah, der hat 376 jetzt noch dran. Gucken, der ist jetzt aber auf dem letzten Meter. Wie viel kriegt er denn gleich wieder mit zurück? 318, 319 war es beim letzten Mal. 322 wird tendenziell ein bisschen mehr, passt aber. Das heißt, da können noch welche zusteigen. Der ist auch schon auf dem letzten Meter. Mal gucken, wie viel er jetzt kriegt, wenn der schon 322 hat. Dann müsste der ja bald leer sein. Weil letztes Mal hat er 319 gehabt. Da kommen sie jetzt gegen.
Okay, da ist der Flughafen. Wenn er jetzt im Flugzeug gekommen ist, dann ist wieder genug da, ne? Minus fährt der auf jeden Fall ein. Zurzeit. Der fährt fast minus ein. Ne, der fährt auch minus ein, aber mit der nächsten Ladung könnte das ja weg sein hier. 178 nur noch. Sind sie überdimensioniert? Könnte man einen Wagen rausnehmen. Aber was passiert im Zwischenstopp hier? 322, wir werden hier noch einsteigen. Aber bei dem Bauernhof werden das nicht so viele sein, oder? Kommt ein Krankenwagen, Postwagen. Da kommt der Bus. Der hat 37 Gäste dafür. Radolfzell, Land, ist die Linie, fährt. Ah, den könnte man dann rausnehmen, dann braucht er nicht mehr so weit fahren. Das Gute oder Schlechte ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollen hier 33 Leute hin. Die können dann mit dem Zug fahren. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so viele sind. Aha, jetzt hat er erst entladen. Nimmt 7 mit. So, was haben wir hier? 357 waren 22, ne? Das heißt, sind doch einige jetzt da eingestiegen und fahren jetzt wieder zurück. Ich glaube, wir können dann hier die Zuglinie, die Buslinie dann ändern. Und nehmen den Getreidehof raus. Fährt jetzt nur zur Weckenleestraße, okay, aber das ist dann halt so. Dann fährt der weniger. Ach, der ist auch schon blau, ne? Auch schon veraltet. Der fährt aber noch Gewinn ein. Müssen wir mal gucken, den beobachten. So, er hat voll geladen und der hält jetzt zwischen 178, hat 10 Gäste da noch aufgenommen. Das ist ja gut. Der Bus ist weg und der hat trotzdem 10 Gäste. So, dann stehen da ja noch reichlich am Bahnhof, wenn der nur 376 mitgenommen hat. Dann ist die Frage, wie viel nimmt er noch mit? So, 190. Schwarze Zahlen sind immer noch da, bei dem sogar größer. Das ist schon nicht schlecht. Wo ist er jetzt? Achso, warten wir mal, was da jetzt in diese Richtung einsteigt noch, ne? Der muss ja oben ja jetzt gleich kommen. Sehen wir dann, ne? 140. Ah, schafft er nicht die Geschwindigkeit, da war berghoch gerade. Wie wir steigen ein? Sind nur ausgestiegen. 11. Aber. Ach, da fahren auch noch welche in die andere Richtung. Aber ob hier welche zugestiegen sind, ist natürlich eine andere Frage, ne? Da müsste man hier gucken, ne? Alle fahren nach Radolfzell. Die müssten dann auch nach Döbeln fahren. Aber es könnte sein, dass das hier plus fährt, oder? Hier müssen wir mal nach den Paletten mit den Südfrüchten gucken. Ich glaube, da müssen wir noch einen anderen Zug haben. 18.000, ja schon eine Nummer, ne? 336 hat er auf dem Rückweg. Die fahren alle nach Radolfzell. Gibt es einen Bus? Muss ich gucken. Gibt es hier einen Fernbus? Der hier lang fährt? Hier? Weiß ich nicht. Kann man hier gucken, welche hier vorbeifahren? 22, aber das kann man leider nicht auswählen, wer da lang fährt. Das wäre natürlich cool. Hier ist alles Radolfzell, es fährt keiner nach Döbeln von da aus. Warum auch, ne? 241, ich glaube, das hier ist schon eine okay Nummer. Können wir so lassen. Ja, der wird mit der Zeit hier wahrscheinlich Verluste einfahren, aber dafür ist das besser, glaube ich. Muss man schauen, dass man den noch austauscht mit einem anderen Bus fährt dann, ne? Kleineren, günstigeren. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch sehr gerne das Video auf anderen Kanälen teilen.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.